Hi, ich bin's André und jetzt zeige ich eine meiner Lieblingsdrinks. Warum ich eigentlich happy bin, so Ready-to-Drinks zu haben? Weil ich meine, mein Lifestyle, ich habe euch schon so einen leichten Einblick gegeben in mein Lifestyle, mein Leben, mein Job. Ihr seid permanent bin ich unterwegs. Ob ich jetzt irgendwo hinfliege zu einem Shooting oder zu einer irgendeiner Party, wo ich eingeladen worden bin, oder zu einer Gala oder wer weiß was alles. So. Und dann habe ich natürlich noch, ich muss zum Training gehen, ich habe noch eine Family, worum ich mich kümmern muss. Ich habe auch noch natürlich noch Freunde, die mich aussehen wollen. So, das heißt, man ist viel am Rumreisen. Man kommt nicht wirklich immer dazu, ja, ich sag jetzt mal, seinen Proteingehalt aufzufüllen oder seine Proteine durch die Ernährung aufzunehmen. Deshalb bin ich echt happy darüber, dass es halt so ein, ja, ein Drink gibt, der schon fertig ist, den man einfach runterschlucken muss, den man manchmal so mixen muss, den man aufmacht, trinken, genießen und ready. Kommen wir zu meinem Lieblingsshake. Das ist der Zero Shake. Tadam. So, was haben wir da drin? Native Milk Protein Konzentrat. Was hat es auch? Es hat 25 Gramm Protein. Was ist schon eigentlich recht viel ist für so ein kleines Ding. Ne? Also, es wird euch auf jeden Fall mit viel Protein beliefern. Was haben wir noch? Laktosefrei, glutenfrei, keine Konservierungsstoffe und kein zusätzlicher Zucker. Also, es ist eigentlich das Beste, um mitzunehmen, aufzumachen, genesen, weg. Und so schaut's aus, Leute. Wann sollen wir den Zero Shake zu sich nehmen? Vor dem Training, um euch mit Protein zuzuballern, während des Trainings, um Proteine zu sich nehmen, nach dem Training, um Protein zu sich nehmen. Eigentlich, ihr könnt es immer nehmen. Ihr könnt es eigentlich immer nehmen. Egal, ob ihr zum Freund geht, zum Besuch, ihr könnt es nehmen. Egal, ob ihr auf dem Pott sitzt, ja, dann trinkt ihr währenddessen ein. Ich meine, egal, auch wenn ich mich mit irgendwelchen Leuten unterhalte, trinke ich das. Oder wenn ich, keine Ahnung, am Nachdenken bin, trinke ich das auch. Eigentlich, wann nimmt man es? Permanent. Also,